dass die derzeitige sicherheitspolitische und Bedrohungslage weltweit eine viel volatilere ist, als wir das angenommen haben. Und wo übrigens viele Sicherheitspolitik-Experten davor gewarnt haben, auch das Bundesheer immer wieder gewarnt haben. Und wir haben ja selber schon das ein oder andere Interview geführt zum Thema Landesverteidigung und wo ich so oft darauf hingewiesen habe, Achtung, vergesst nicht, unsere Kernkompetenz der Landesverteidigung. Es ist schön und gut, wenn wir Katastrophenhilfe machen. Es ist schön und gut, wenn wir jetzt bei Corona helfen und an der Grenze stehen. Aber das ist nicht unsere Kernaufgabe. Und all diese Einsätze, die ich jetzt erwähnt habe, dürfen nicht auf Kosten unserer Kernaufgabe gehen. Und das ist leider passiert in den letzten Monaten und Jahren. Passiert es noch? Also sollte sich da was ändern? Sollte man Lehren aus dieser Krise, aus diesem Krieg ziehen jetzt? Auch für Österreich jetzt? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also das wird verschiedenste Auswirkungen haben, wie eh überall schon diskutiert werden, nicht? Im wirtschaftspolitischen Bereich, in der Versorgungssicherheit, Resilienz, übrigens ein Thema, was wir bei Corona auch sehr stark hatten. In diese Richtung werden wir uns wieder aufstellen. Und das Bundesheer, und so leid es mir tut, der Anlass ist ein katastrophaler, ja. Aber natürlich wird das Bundesheer wieder an Bedeutung gewinnen und die Landesverteidigung. In welchen Bereichen muss das Bundesheer in Österreich jetzt stärker werden, dass es auch wieder gut aufgestellt ist? Das ist im ersten Moment müssen wir uns wieder mal auf unsere Landesverteidigung konzentrieren, ja? Dass wir unsere Kernkompetenz trainieren und üben. Und dann braucht man natürlich auch entsprechende Gelder, um die Ausrüstung breiter aufzustellen. Ja, wir kriegen punktuell immer wieder schon auch qualitative, hochwertige Assets, aber die müssen breiter aufgestellt werden. Und wir müssen wieder in die Lage versetzt werden, hier auszubilden und zu üben. Das sind Dinge wie Volltruppenübungen für die Miliz. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht auf der einen oder anderen strategischen Schraube auch drehen müssen, weil wir haben teilweise zu wenig Ausbildungszeit durch die anderen Einsätze. Wir haben durch die geburtenschwachen Jahrgänge auch sehr wenige Grundwehrdiener. Wir könnten viel mehr ausbilden. Also da muss man vermutlich auch an der einen oder anderen strategischen Schraube drehen, damit wir hier wieder mehr Richtung Landesverteidigung ausbilden und uns vorbereiten können.